Beispiel. Es gibt auch in Bayern immer mehr Mitmenschen, die unseren Staat ablehnen und in einer bizarren Parallelwelt leben. Was da am Amtsgericht in Kaufbeuren passiert ist. Eine Gerichtsverhandlung wegen Fahrens ohne Führerschein, eigentlich Routine. Dann plötzlich, die Angeklagte hat Freunde mitgebracht. Rund 20 Gerichtsgegner stürmen den Saal, stehlen die Gerichtsakten und stellen ein Video davon ins Netz. Es handelt sich um Menschen, die sich selbst als unabhängig von der BRD erachten, die den Staat und seine Institutionen nicht anerkennen. Sie haben sich denen zu unterwerfen. Und als selbsternannte Nicht-BRD-Bürger wollen sie zum Beispiel auch keine Steuern zahlen. Das ist schon atemberaubend, die Idee. Gell? In Kaufbeuren ist der Vorfall Stadtgespräch. Und bei aller Empörung, so ein bisschen skurril, findet man die Möchtegern-Revoluzzer ja schon. Wenn die ihren eigenen Staat aufmachen wollen, sollen sie ihren eigenen Staat aufmachen. Weil wenn man keine Steuern zahlen muss, vielleicht ziehe ich um. Nur für die Behörden ist das Ganze kein Spaß. Die BRD-Verweigerer treten in Deutschland unter verschiedensten Namen auf. Staatenlose, Germaniten, Reichsbürger. Sogar bei Verkehrskontrollen werden Fantasieausweise des Deutschen Reichs als Führerscheinersatz gezeigt. In Dachau weigert sich ein Reichsbürger stur, seine Steuern zu zahlen. Ich find's bloß irre, aber mir wundert gar nichts mehr. Steuern muss man zahlen. Wenn jeder so denken würde, das wäre eine Katastrophe. Jetzt verlangt der Reichsbürger auch noch vom Finanzamt 140.000 Euro wegen Belästigung. Der Fall landet am Amtsgericht, weil er seinen Finanzbeamten bedroht haben soll. Die bayerische Justiz muss wertvolle Zeit mit derartigen Fällen vergeuden. In einem Rechtsstaat ist es nun mal so, dass jeder, auch jemand, der eine absurde Rechtsposition vertritt, zunächst mal den Anspruch darauf hat, dass er auch mit dieser Position verbeschieden wird. Und das bindet natürlich Kräfte. In Kaufbeuren wird seit dem Gerichtseklat viel spekuliert. Was sind das für Menschen? Wer ist die Angeklagte? Wir klingeln an ihrer Wohnungstür. Niemand macht auf. Vor dem Haus eine Gruppe Männer. Die war mit mir verheiratet. Also, das war meine Frau. Und Jürgen Hartmann teilt das Weltbild seiner Ex-Frau. Die BRD ist für ihn kein Staat. Wir sitzen ja immer nur unter der Besatzung vom Amerikaner. Und außerdem steht es ja auch im Handelsregister drin, dass die BRD eine Firma ist. Und eine Firma kann halt einfach keine Gesetze machen. Wir werden doch nur verarscht von vorn bis hinten. Die Staatsverweigerer vernetzen sich immer besser. Claudia Obermeier aus Senden bei Neu-Ulm ist gerade dabei, aus der Firma BRD auszutreten. Mit Pseudoformularen von Gesinnungsgenossen aus dem Internet. Also ich muss mich abmelden bei der BRD, indem ich dann schriftlich festhalte und mir bestätigen lasse, dass ich meine Ausweise abgegeben habe. Und muss dann aber auch verlangen, dass mein Personenstand geändert wird. Also die Streichung aus dem Verzeichnis in der BRD. Neue Ausweise für Bürger des Deutschen Reichs oder der Bundesstaaten Bayern und Preußen kann man dann auch im Internet bestellen. Wegen dieser Ablehnung des Rechtsstaats werden an der Bayerischen Justizakademie in Pegnitz Justizbeamte mittlerweile speziell im Umgang mit Reichsbürgern fortgebildet. Der Richter ist kein Richter, das Gericht ist kein Gericht und der Staat ist nicht der Staat. Also so absurd das klingt, muss man sich mit sowas beschäftigen. Gerichtsvollzieher Georg Wimmer wird laufend von Menschen beschimpft, die aus Überzeugung keine Steuern und öffentliche Rechnungen bezahlen. Das Harmloseste ist noch Rechtsverdreher oder dass ein Beamter ja sowieso nichts arbeitet. Und das geht halt dann bis zur Beleidigung, also bis zum Nazi-Verbrecher und so weiter. Vor ein paar Jahren vielleicht noch vereinzelt mal im Osten der Fall gewesen. Aber mittlerweile ist das also wirklich in jeder Stadt häufig der Fall. Auf YouTube stellen die BRD-Verweigerer stolz Videos von ihren Streits mit Gerichtsvollziehern online. Sie machen gerade die Gewaltenteilung kaputt. Und das nennt sich Hochverrat. In Sachsen wurde ein Gerichtsvollzieher von einer Art Bürgerwehr in gefälschten Polizeiuniformen überwältigt und gefesselt. Solche Gewaltbereitschaft eines harten Kerns macht der Justiz Sorgen. Ja, die Gefahr ist natürlich, dass diese militantere Gruppe, dass die immer militanter wird. In Berlin marschierten diesen Monat Reichsbürger zusammen mit Pegida-Anhängern und sogar Neonazis. So sind die Grenzen zwischen gefährlichen Extremisten und kuriosen Querulanten fließend.
In Kaufbeuren ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Und die Angeklagte? Die ist seit der Verhandlung, seit da die Polizei einmarschiert ist und Hausdurchsuchung gemacht hat, ist sie verschwunden. Wer gewinnt am Ende? In der Regel der Staat. Viele Reichsbürger sitzen schon im Gefängnis. Aber den Behörden haben sie bis dahin viel Zeit, Arbeit und Geld gekostet.